Hallo und guten Morgen zusammen bei einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, da sind wir wieder mal. Und frisch 4 Uhr. Und ich habe ein bisschen Besuch gehabt. Das fühlt sich an, so ein Grenzenschreierin war noch da. Die hatte ich dann aber rechtzeitig ausgeknipst, damit die eben nicht rumschreit. Und dann war hier noch ein Bär auf der Ecke. Er hat es versucht, aber ist auch nicht weit gekommen. Da habe ich ihn dann mal, ich sag mal, komprimiert und dem Lager zugefügt. Und wir haben Tag 28, das heißt, wir haben heute Hordentag. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Eisenstachelfallen habe ich fertig gebaut. Ich habe Beete und Felder. Gut, das hat jetzt mit der Horde nichts zu tun, aber das können wir gleich auch nochmal machen. Mal Gau fertig gemacht. Und da kommt eine kleine Horde. Oder da ist eine kleine Horde. Okay, alles klar. Ja, was haben wir heute vor? Was haben wir jetzt vor? Jetzt würde ich ganz gerne erstmal die Stachelfallen gleich setzen. Ich würde die Beete nochmal ganz gerne setzen. Ach, das ist ein Schreierin. Scheiße. Das ist ja eine Schreierin. Hoppsala. Moin. Das ist ja eine Schreierin. Mal gleich mal wegoxidieren hier die Heinis. Oh, aber nicht so. Ja, ist ja gut. Gerade frische Munition hergestellt und jetzt... Oh, wab. Nein, 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 das ist... Nein, nein, das ist nicht gut. Oh, moin. Was ist denn hier los? Ah, so, also mal kurz mal auf dem Bike safen. Also mal ein bisschen für Abstand sorgen. Weil ich gerade keinen Stamina mehr hatte. Okay, jetzt ist gut. Jetzt ist es mal wieder gut. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder ein bisschen. Laden nach. Und dann wollen wir hier mal für Verhältnisse sorgen. Also für klare Verhältnisse. Na. Ruhe. Hoppalalalalala. Meine Güte. Und ich bin infiziert. So, gleich nochmal eine Tablette, wollte ich schon sagen. Erstmal eine Bandage wieder reinschmeißen. Boah. Das ist aber ein bisschen rabiat gerade hier. So. Ein bisschen warm laufen für die Horde. Nee, und dann, wie gesagt, werde ich das so machen. Ich werde jetzt erstmal die Spike setzen. Ich werde gleich eben nochmal die Beete setzen. Und wenn wir das haben. Wenn wir das gleich haben, dann können wir sonst vielleicht noch mal einen kleinen Ausflug machen Richtung Osten. So. Gehört alles mir. Doch, du bist auch mir. Boah, okay. Das war doch ein bisschen unangenehm. Das hatte ich auch erst hier unten gesehen, dass es eine Schreierin war. So, lass mal kurz die Beete machen. Läuft hier vorne noch einer rum? Nee, ne? Doch, da ist tatsächlich noch einer. Okay. Oh, wir müssen alle weg. Soll ich mir noch... Hey! Auf welche Distanz hauen sie mich denn? So, dann ziehen wir uns dann im Anschluss gleich noch Muni rein, damit wir die Infektionen loswerden. Oh. Okay. So, dann können wir hier erstmal weiter buddeln. Wie viel haben wir? 5, ne? Ne, wie viel hatten wir? 5? 5 wieder. 1, 2, 3, 4. Ach, das reicht wieder nicht. Komplett. Nochmal schnell ein bisschen buddeln. Und dann wollte ich, wie gesagt, vielleicht nochmal gen Osten vielleicht nochmal kurz rüberschauen. So viel Zeit werden wir uns nicht lassen können. So. Okay. 1, 2, 5. Okay, siehst du, da fehlt noch einer. Schade. Noch 6 gebraucht.
So, Anbau. Das ist gut. Hat man nicht noch ein paar Saaten dabei? Offensichtlich nicht, aber irgendwo habe ich doch noch Kartoffelsaat. Irgendwo. Blaubeeren können wir nochmal ansammeln. Ja, genau, mit anpflanzen. Ja gut, machen wir erstmal die und dann gucken wir mal, wenn die nächste Ernte ist, dann müssen wir mal nochmal einen Kassensturz machen, was die Samen angeht. So, machen wir hier nochmal lecker. Ja, die. So. So, jetzt können wir sie nochmal wegwerfen. So, weg. Die sind aber schon. Ja, die sind schon fertig, die Chrysantheme. Aber die lassen wir mal. Wir warten nur, bis alles fertig ist. Packen das erstmal rein, das erstmal rein. So. Nächste Haltestelle. Spikes. Da ist noch einer hinten. Ja, könnte der noch mit zur Schreierhorde gehört haben? Vielleicht. Ah ne, das ist noch eine separate Horde da hinten. Das war eine Schreierin und eine Horde. Okay. Eine Schreierin und eine Horde. Auch intelligent. Upsi. So, kriegen wir die anderen so zerkloppt. Upsi. Mann. Ich kassiere aber wieder ein bisschen heute hier. Das kriegen wir schon hin. Ups. Also nicht. Nicht frech werden. Versuch's gar nicht erst. Na, na. Jetzt aber. Oh, meine Güte. Was für Leichenberge. So, jetzt aber. Hoffe ich mal. Ach, wir müssen das hier auch noch reparieren. Ah. Na gut, ich habe zumindest zu Hause noch genug Beton. Das können wir aufwerten. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal die Spikes hin. So, wie wir es kennen. Erstmal hier die Spikes. Dann sind wir, glaube ich, für heute Nacht schon ganz gut aufgestellt. Hoffe ich mal. So, zack, zack. Hier schön lecker. Wir haben noch 20 Stück nach. Dann würde ich mal sagen, setzen wir hier noch 1, 2. 1, 2. Obwohl wir können. Ja gut, dann sitzen wir auf beiden Seiten. Ups. Nochmal 6 Stück insgesamt. 1, 2, 3. Nochmal 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So. Also war eigentlich. Entschuldigung. Brösel auf der Schalmei. Da sind wir an sich ja sogar, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Da oben haben wir Spikes. Das heißt, die reiben sich da auf. Dann fallen sie hier runter. Dann haben wir das erste Mal. Wir müssen noch für Benzin sorgen. Ich hoffe, wir haben oben genug Benzin noch drin. Dann haben wir hier die Bewegungsmelder inklusive Blades. Da fallen sie ja runter, werden zerhackstückelt und laufen dann nochmal durch die Blades. Also, durch die Blades. Durch die Spikes. Ich denke mal, dass. Funktioniert erstmal ganz gut so. Ich hoffe es zumindest. Ich denke mal, dass das wird ganz gut funktionieren. Ach, der Motor läuft doch die ganze Zeit. Da müssen wir nochmal gucken wegen Benzin. Ja. Okay. Ja gut, dann haben wir es erstmal. Und dann fahren wir nochmal Richtung... Ja, weiß ich nicht. Also wir müssen mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen. Denn ich hatte mir hier noch was markiert... Ganz hier oben irgendwo. Da in der Richtung. Glaub, mal gucken, wo wir sind. Was, da so weit oben habe ich das markiert? So, hier oben. Kann eigentlich sein. Da hatte ich das markiert, genau. Da hatte ich das markiert, das ist eigentlich der äußerste
östliche Norden. Also, ich sag mal, wenn da jetzt nicht mehr die... das zerstörte Biom ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann habe ich, weiß ich auch nicht. Ich weiß es absolut nicht mehr, dann habe ich keine Ahnung. Ja, beim Händler, vielleicht auch nochmal zur Ergänzung. Ich hab's dann tatsächlich noch zum Händler geschafft, ganz, ganz gerade ebenso. Hab nochmal alles verkauft, hatte mir noch eine Pistole gekauft, eine Dreier, was allerdings doof war, weil ich hatte tatsächlich noch eine Vierer im Inventar, beziehungsweise in meinen, Ballerkisten. Insofern war das ein bisschen bescheuert. Ja, ist Pech. Muss ich dann halt verkaufen oder ich orte das noch oder ich verkaufe die halt später, nutze die vielleicht als Sammelmöglichkeit oder so, weiß ich nicht. Ach, warte mal, halt. Bin doof. Bin ich doof? Warum bin ich doof? Na, weil ich mir kein Honig geholt habe. Hab ich mir kein Honig geholt. Ist ja irgendwo ein Baumstumpf in der Nähe, der mir das vielleicht auch irgendwie... Ah, nee, okay, wir müssen mal zurück. Scheiße. Zeit vergeudet. Ja. Nee, aber wie gesagt, beim Händler gab es jetzt auch nichts Tolles. Eben halt bis auf die Pistolette. Da war nichts Tolles zu haben. Da fällt mir gerade ein. Ja gut, wir könnten jetzt ein bisschen Geld mitnehmen. Aber ich habe, glaube ich, nur 2000 Jetons. Also falls wir da irgendwas finden, für 2000 kriegst du nicht viel. Also da kriegst du eben halt auch kein Schmelztiegel für, geschweige denn ein Rezept für einen Bohrer. Also da musst du schon mindestens 5000 auf den Tisch legen. Mindestens, würde ich sagen. Aber was wir natürlich tun könnten, wir könnten natürlich trotzdem mal schauen, ob wir vielleicht doch irgendwo was finden in der Art. So. Alles klar, das haben wir. Und dann hauen wir uns nochmal Bandage rein. So, perfekt. Und was brauchen wir hierfür? Fettigute. Vitamins. Vitamins brauchen wir. Vitamins. Vitamins. Vitamins haben wir hier. Benutzen. Ja. So, auch Vitamine haben wir reingedrückt. Perfekt. Gut, dass wir alles da haben. Weißt du was? Wir packen mal hier mal eben ganz einen anderen Schmutz rein. Den wir gerade mal nicht brauchen. Kann ja mal sein. Nehmen wir trotzdem Jetons mit. Scheiße. Aber ich werde mich ärgern. Ich werde mich ärgern, weil jetzt nämlich keine Jetons mehr. Nachher werden wir Jetons brauchen. Und wenn ich die Chance mitnehme, dann finden wir nichts. Das ist aber genau das. So. Achso, was wir vielleicht mal machen sollten. Nachtanken. Ich fahre jetzt erstmal grob Richtung Nordosten. Das sind 9 Kilometer, ne? Also wir müssen das schon so ein bisschen haushalten. Aber vom Benzin her... Ah, ich sage es auch immer wieder, schaffe. Einmal vom Benzin her müssen wir ein bisschen haushalten. Und wir müssen gucken. Oh, warte mal, Sekunde. Ist nicht heute auch Restock-Tag? Ich habe jetzt gestern nicht geguckt. Da können wir noch mal kurz reinschauen. Ja, ich sehe schon, wir schaffen die 9 Kilometer heute eh nicht. Vor allem, wir müssten ja 9 Kilometer hin und 9 Kilometer zurückfahren. So, Mutti, warte, wie schaut's aus? You again, Tag 31. Das müsste heute Restock-Tag tatsächlich gewesen sein. Zigarre. Also wenn da jetzt natürlich irgendwas sein sollte, was uns massiv interessiert. Übersetzt heißt das geil. Compound Bow wäre natürlich auch mal interessant. Schlagmann, warte mal, lernen den Schild richtig zu pflegen. Schläge, auch das ist auch nicht schlecht. Was kostet 1,5? Oh, die hat ein Bohrrezept, die olle Zippe. Entschuldigung, also die wunderschöne Frau hier an meiner. Oh. Geil. 2,4. 2,4, jo. Ja, just looking. Nix just looking. Hier, gib uns mal eine Aufgabe bitte. Und zwar hätte ich gerne beseitige Zombies oder abholen. Ist auch ganz nice. Beseitige Zombies, vergrabene Vorräte. Machen wir beseitige Zombies. Ja. Hurry back soon. Ja. Geil. Weil wir hatten, glaube ich, 2200 Jetons, glaube ich, zu Hause. Dann holen wir uns mal jetzt noch eine Quest. Dann müssten wir auf jeden Fall 2,5 zusammenkriegen.
Und dann kaufen wir uns schön den Bohrer. Oh, als Bohrrezept natürlich. Aber das habe ich ja gesagt, das ist mir noch ein bisschen lieber als ein Bohrer selber. Weil du dann eben halt auch die Qualität so ein bisschen festlegst. So, Minions. Jetzt sind wir natürlich, müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir nicht, dass wir hier noch verrecken. So, was müssen wir machen? Töten, ne? Das, was ich am besten kann. Naja, geht so. Na, Jungs und Mädels. Da kommt einer über die Seite. Na. Warte, warte, da seid ihr schon wieder unhöflich hier. Ich versuche euch zu helfen. Auch wenn das nicht danach aussieht. Walter. Mensch. Na gut. Na, na. Muss mich schon wieder heilen. Oh, Knochen gebrochen, oh, bitte nicht. Verstauchtes Bein. Okay, da können wir nichts gegen machen. Muss den Baseballschläger noch ein bisschen. Kann ich eigentlich nicht. Habe ich überhaupt noch irgendwie Punkte oder sowas? Nee, habe ich nicht. Baseballschläger. Kann ich da 5er schon machen? Baseballschläger. 4er, okay. Da können wir auch mal vielleicht mal einen Punkt investieren. Aber ich glaube, da konnte ich nicht weiter bei. Because of the Punkte, die noch fehlen. Haben wir mit. Bauen wir auch mal auseinander. Gibt immer schön Material. Beim Lecker hier. Na, geschmiedetes Eisen. Das ist schon mal sehr nice. So, da ist natürlich auch noch was drin für mich. Geht so. Warte mal, was ist denn hier? Da steht einer hinter. Na, mein Minion. Ich möchte mal zeigen. Hey, och man, die treffen wir aus jeder Entfernung. So, Tag 28. Lassen wir mal weg. Man weiß ja nicht, was wir hier noch finden. War nicht hier auch immer ein Messing-Anschluss dran? Nee. Nix, okay. Zerlegen, wegschmeißen, zerlegen. Oh, da ist aber gut was dran. Ausnahmsweise. Oh. Oh, wie Bock. Wie sehr. Oh, geil. Wie sehr hätte ich Bock auf dem Billardtisch, auf dem eigenen, privaten. Oh, ist so schön. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oh. Lederstiefel, geil. Nicht. So, da haben wir nichts. Ab geht's nach oben. Nachgeladen haben wir schon, ne? Ja, okay. Wir müssen schon aufpassen. Mit unserem Bein kommen wir, sind wir nicht so wirklich schnell unterwegs. Da ist ein Kriecher. Bleiben. Gleich aus dem Lauf heraus in die Schnauze. Mensch, du. Ja, ich glaube, das mit dem anderen Händler, das können wir knicken heute. Aber ey, was ist mit dem anderen Händler, mit dem, was ich eigentlich geplant hatte? Aber so schnell können sich Pläne ändern. Das ist halt so. Man muss Prioritäten setzen. Und wie ich schon sagte, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Bohrer zu bekommen, scheiß Bohrer, dann nehmen wir den auch. Also zumindest das Rezept. Und das wäre mir dann auch tatsächlich egal, ob wir dann erstmal nur einen Dreierbohrer bauen können oder einen Zweier oder so. Das ist mir alles Wumpe. Hauptsache, ich kriege überhaupt erstmal einen Bohrer. Das heißt aber auch, dadurch, dass wir jetzt das Bohrer-Rezept kriegen könnten, bewegen wir uns näher Richtung Endgame, auch wenn wir erst bei Tag 28 sind.
Mann. Aber ein Bohrer, wenn du erstmal einen Bohrer hast, wie ich ja schon sagte, ne? Ein Bohrer, hast du einen Bohrer, dann bist du schon. Eigentlich schon ganz gut dabei. Weil dann bist du nämlich an dem Punkt, wo du die ganzen Ressourcen abbauen kannst. Von Mass. Und dann kannst du auf Masse produzieren. Und dann bist du echt gut dabei. Dann fehlt dir eigentlich nur noch, dann hast du eigentlich nur noch, ist Messing eigentlich dein einziges Problem. Weil das das Einzige ist, was du eben halt sonst nicht anders beschaffen kannst. Außer halt irgendwas auseinanderzubauen. Ach komm, hier, das schmeißen wir weg. Hier, das schmeißen wir weg. Das auch zerlegen. Ja. Ja, ist ja gut. Da noch jemand drin ist. Nichts drin, aber Bücher. Lass da ein bisschen geil. Jetzt wäre geil, ein Bohrrezept hier drin zu finden. Das wäre so geil. Benutzen. Was haben wir hier? Wölfe sind weit verbreitete Raubtiere, verursachen 10% mehr Schaden. Das ist lecker, das nehmen wir mit. Das bringt immer was. Und die beiden können wir vertickern. Okay, super. Das wäre jetzt so geil gewesen, ne? So schön es war. Erstmal hier ein Bohrrezept noch finden. Aber es ist das, was passieren wird. Wenn, sobald wir ein Bohrrezept haben, werden wir alle naslang irgendwas finden in die Richtung. Das ist immer so. Es ist immer so. Warum auch immer. Aber es ist bei mir immer so. Andere finden am Tag 1 schon ein Bohrrezept. Oder ein Bohrer selber noch sogar. Und ich juckel da immer folgenweise, stundenweise. Bin ich immer dabei. Das ist immer das gleiche Spiel. Das ist mein Nemesis. Ist halt so. Oh, Scheinwerkkiste. Ja, und ich habe in der Nacht noch ein bisschen, gut, ist das vielleicht nicht so interessant, in der Nacht habe ich noch ein bisschen, ja, gebraten, gekocht. Habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Na, mit Gemüseeintopf habe ich das erste Mal hergestellt. Ich habe zumindest jetzt schon ein bisschen Ressourcen. Habe ich auch ein bisschen was hergestellt. Das war wirklich sehr, sehr nice. Schon ein bisschen was hergestellt, sehr gut. Und habe dann auch gleich ein bisschen was gefuttert. War auch wirklich dringend nötig. Ich glaube, du hast, glaube ich, pro Gemüseeintopf 31 Essenszufuhr. Also war schon lecker. So, okay. Säubere das Gebiet, also immer noch Zombies da. Die müssten dann ja oben sein. Müssen auch die finalen Kisten oben sein. Blackheart. Oh, 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 okay, 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 okay. Na. Bandage. Och, hier grüne Neune. Was habt ihr denn für Sorgen? Oh, 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 oh. Mist. Scheiße. Die Wand hat mich ein bisschen gerettet gerade. Puh. Da habe ich auch gerade so ein bisschen Panik. Ich will nicht schon wieder sterben. Aber schön, dass ihr euch jetzt ein bisschen aufteilt. Das ist nett. Kriege ich euch vielleicht noch sie die letzte? Sie ist die letzte. Das letzte vor allem auch. Das letzte und die letzte. Also hier keiner drin ist, wundert mich. Normalerweise verstecken sie sich auch ganz gerne mal in den Schränken. Geil, eine Mut. Was ist das denn jetzt hier? Wo habe ich denn? Eine Cowboy-Hut-Mod. So, nehmen wir mit. Gut, dann fahren wir gleich nach Hause, holen uns mal das Geld, was wir noch da haben.
Und dann können wir uns ein Bohrerrezept kaufen. Geilomat. Geilomat. Ja, und dann danach, wenn wir das Bohrrezept haben, schaue ich mal, ob ich gleich einen Bohrer bauen kann, ob ich das genügend Material dafür da habe. Und dann können wir uns mal einen Bohrer bauen. Dann geht's wieder runter. Bohrer bauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann zur Horde wieder. Würde ich mal sagen, weil ich glaube, eine Zwischenfolge mache ich nicht. Mal sehen, mal gucken. Mal gucken, vielleicht doch. Okay, einziehbarer Schaftmod. Ah. So. Oder wir könnten natürlich auch noch ein bisschen, das würde ich aber auch außerhalb der Folge machen, vielleicht noch ein bisschen Material sonst horten mit dem Bohrer, sofern er fertig wird. Oh, die ist auch gut. Die Kunststoff-Sehne-Mod, die ist auch geil. Warte. Kriegen wir die eventuell? Ich glaube, wir haben aber nur. Verändern. Ja, wir haben leider nur eine. Scheiße. Müssen wir nochmal die Dings auf jeden Fall nochmal pushen. Die Bogen. Müssen wir den nochmal pushen? Dass wir da einen Dreier nochmal bauen können. So, ich baue den anderen Schmutz mal nicht ab. Das ist geil mit dem Bohrer. Sehr geil. Freue ich mich drüber. Dann fehlt mir jetzt eigentlich effektiv nur noch die Pumpgun und dann sind wir an einem Punkt, wo ich sagen würde, yo, jetzt sind wir nicht durch, aber und auch nicht über den Berg, aber jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir Dinge tun können. Na, das ist dann wirklich so ein Punkt, wo du dann auch mal ganz gediegen mal ins zerstörte Biom fahren kannst. Zumindest, wenn du eine Pumpgun hast. Und wir da auch die Möglichkeit haben, genug Schwarzpulver herzustellen. Das ist nice. Sehr nice. So, hier nochmal in den letzten Winkel. Oh. Genau der letzte Winkel von der Butze ist es, weißt du? So, den lernen wir gleich mal. Was ist denn? Fertige Feuerwehraxt Mod. Haben wir. Davon haben wir, glaube ich, schon eine. Schlachring, gleich zerlegen. Ja, okay. Super. Zerlegen wir dich? Können wir gar nicht zerlegen. Ich zerlegen wir mal. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt dabei habe. Nehmen wir das sonst mit? Ah, nicht benutzen. Ja, komm, dann futtern wir den auch noch. Ich wollte mir jetzt nicht einfach so Maiskolben mal ins Gesicht schieben. Da wollte ich gar nicht. Was soll denn das? Macht man doch nicht. Gut, haben wir alles, ne? Wir haben alles gelootet, alles gemacht, alles getan. Dann haben wir wieder Abflug. Leder können wir noch mitnehmen. So. Hier ist auch nochmal Leder. Hier ist nochmal Leder. Leder ist gut. Leder ist unser Freund. Ja. Okay. Ist hier raus? Hier ging es nicht raus, hier ging es rein. Da lang? Ne, da war die Tür. Da war das WC. Wo geht's denn hier raus jetzt? Ach, weißt du was? Wir kloppen uns raus. Fertig. Keinen Bock, jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde rumzujuckeln. Frechheit. Lass mich raus. Boah. Na Mensch, dann hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt. Muss man ein Bike hin? Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich bin sehr erfreut. Das machen wir auch noch schnell, obwohl wir jetzt gerade fast bei 30 Minuten schon wieder sind. Ich bin schon wieder überladen wie die Wurz. Dann haben wir gleich das Bike. Überladen, ab zum Händler. Wir gehen erstmal, ne, obwohl. Ja, gut, lass uns nach Hause. Können wir uns wenigstens mal kurz ausmüllen. So, einmal kurz nach Hause. Kurz ausmüllen. Geld holen zum Händler. Bohrrezept holen. Geil. Das wäre jetzt natürlich noch
geil gewesen, wenn wir jetzt da noch ein Schmelztiegel. Naja, gut, wer weiß. Also, wir haben noch zwei andere Händler. Vielleicht müssen wir die. Also nach der Horde sollten wir die anderen Händler auch nochmal abfahren. Weil, was waren das? Restock war am Tag 31. Haben wir noch komplett 3 Tage Zeit. Dass wir die anderen Händler nochmal abfahren, weil dann ist natürlich die Chance auch hoch, dass wir bei den anderen Nasenbären da auch vielleicht irgendwas Interessantes kriegen. Vielleicht ein Schmelztiegel. Also ein Rezept für einen Schmelztiegel. Das wäre super. So, ich brauche einmal. So viel Munition haben wir nicht, ne? Wir haben jetzt 1, 2, 3. Na gut, 4 Stacks, ja. 4 Stacks, dann haben wir noch Bolzen, haben wir zu Not noch da. Pumpgun haben wir natürlich nicht. Haben wir, aber wir hatten noch eine. Hatten wir nicht eine doppelläufige? Eine kleine? Ja, meine, nehmen wir die doch noch mit. Das ist auch okay. Also, können wir noch hier oben irgendwas lassen beim Händler? Dann nehmen wir noch die Jetons mit. Ich glaube, den anderen Kram lassen wir erstmal drin. Schauen wir mal. Erstmal kurz nach unten. Fix mal ausmüllen. Na. Ausmüllen zum Händler. Adios, Muchacho. Geil. Oh, Zepp. Geilomat. So, Messing, Blei. Messing, Messing, Blei. Haben wir irgendwo Blei hier? Hat er nicht. Dann packen wir erstmal hier ein bisschen was Blei. Doch, da ist Blei, siehst du. Irgendwo hatte ich doch Blei gesehen. Eisität. Eisität kommt da rein. Essen. Ja, gut, können wir sowieso Essen mitnehmen. Das sind Mods. Die kommen da oben rein. Messing, Schwupps, Waffenteile von oben rein. Getränke da rein. Das kommt da mit rein. Essen da rein. Saaten packen wir auch erstmal mit rein. Das kommt oben hin. Wo hatte ich denn die Teile? Achso, da gehören die Teile auch mit rein. Okay, gut. Cool. Mods. Da hatten wir die eben auch. Die verkaufen wir gleich. Was haben wir zum Trinken? Das kommt oben hin. Sand kommt da rein. Herstellung dahin. Zement da rein. Sand da rein. Das kommt zum Kochen. Das ist Essen, das kommt oben hin. Okay, alles klar. Wir sind natürlich schon wieder hungrig, ist klar. Er ist ja nach 3 Töpfe hier Gemüsesuppe reingepfiffen und jetzt hat er schon wieder Hunger, der Mann. Unglaublich. Was hat der für eine was hat der für eine Verbrennung? So, Futter. Futter, 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 Futter. Verkaufen. 2,5. Guck mal, 2,5. Kam das nicht sogar 2,5? Dann hätten wir gar keine Quest machen brauchen. Aber egal, gut. Haben wir dann trotzdem eine Quest gemacht und ein bisschen Geld dazu. Da kriegen wir als Belohnung ja auch schon. Boah, Rezept, das wäre auch geil. Aber so viel Glück werden wir nicht haben. So. Einmal zum Händler. Sehr schön. Bora-Time. 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 Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, über was man sich denn so in diesem Spiel so freuen kann, ne? Ich sehe hier nix. Jen! Bin da! Hallo! So, was kriegen wir denn von dir? Eisenstiefel 2er. Wofür kriegen wir am meisten Geld? Eisenstiefel 2er, dann können wir gleich wieder vertickern. Wobei... Dann gleich mal gucken, ob die nicht doch einen besseren Wert haben. Inventar sehen. So, erstmal das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Wo ist dieses Scheißrezept da? 2,4 sogar. Hätten wir uns locker kaufen können. Aber egal. Hühnchenration, große Kuh. Was können wir da machen? Gesicherte Gebiete werden von Dieben üblicherweise gemieden. Aber mit diesem Buch ist kein Ort mehr vor dir sicher. Ursache 20% mehr Schaden an Eigentum. Gesicherten Gebiet. Ja, gut. Das interessiert mich mal gar nicht. Wir spielen kein PvP. So, guck mal hier, da sind nämlich auch hier diese Schutzanzüge. Das würde mich echt mal interessieren. Schutzkleidung schützt dich nicht nur vor Strahlung, sie kann dich trocken und einigermaßen warm halten. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir da in die Grenzgebiete fahren dürfen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Secret Stash. Schlagmann, was hat's hier noch? Kostet 1,5. Compound Bow können wir uns nicht leisten. Na gut, die Compound Bow ist nicht so schlimm. Wir brauchen ja die Compound Armbrust. Also von daher ist es nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob wir uns einen Schlagmann Nummer 5 holen. Weil sich der Knüppel 20% weniger abbaut oder weniger schnell abbaut. Ich glaube, dann machen wir das mal. So, und dann verkaufen wir den natürlich wieder was. Das verkaufen wir dir, das verkaufen wir dir. Das und das und das. Und mit den Eisenstiefeln gucke ich gerade mal. Aber erstmal, see me sometimes. Ja, aber dann das nächste Mal, wenn ich wieder herkomme, dann sagst du, ja, nee, Knutscher ist nicht, weil wegen Hygiene und Apokalypse und so. Naja, das ist ein Thema. Erstmal anfüttern und dann wollen sie wieder nichts davon gewusst haben. So, Alteisenstiefel. Oh, das könnte interessant werden. Alteisenstiefel. Warte mal. Alteisenstiefel hat 8,7, 8,7, 9,4. Okay, hat zwar weniger Haltbarkeit, aber ist geiler. Okay, dann hat sich das doch gelohnt, dass wir das genommen haben. Verändern. Eine Mod abschließen. Verändern. Mod drauf. Abschließen. Tragen. Könnte ich verkaufen? Ja, komm, verkaufe. Ich habe jetzt keine Lust, das zu reparieren. Verkaufen. Fertig. Siehst du? Geilomat. Remember? Ja. Was, was wolltest du? Nee, gut. Okay. Alles klar. Irgendwie ist hier irgendwie gerade was im Argen. Naja, egal. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder zur Horde. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich vielleicht nochmal einen Bohrer gebastelt kriege. Und dann können wir am nächsten Tag, also nach der Horde, also erstmal die Horde spielen. Nach der Horde werden wir dann mal mit dem Bohrer zum einen losziehen und dann vielleicht auch nochmal bei den anderen Händlern vorbeischauen, ob wir da vielleicht vielleicht auch noch andere Sachen kriegen. Sonst machen wir kurzfristig Quests. Dann brauche ich eigentlich den Bohrer auch nicht mitnehmen. Machen wir kurzfristig Quests, um dann ein bisschen Geld zu verdienen. Vielleicht verkaufen wir noch die eine oder andere Sache. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass die anderen, bei den anderen gibt es vielleicht den Schmelztiegel oder sonst noch irgendwas zu kaufen. Wenn sie schon das geile Rezept hat. Na, das müssen wir gucken. Gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei 7 Days to Die. Und jetzt baue ich mir jetzt mal einen Bohrer.